Ohne Möbel würde ich verrückt werden. Ja, was mache ich denn gerade? Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zurück zu Hausflipper. Willkommen zurück in unserem allerersten zu flippenden Haus mit Bunker, wo anscheinend komplett andere Regeln gelten als für jedes andere Haus, was ich bisher in dem Spiel gekauft, umgebaut und wieder verkauft habe, weil wir haben hier drei komplett neue Abnehmer, über die ich überhaupt gar nichts weiß. Ich habe keine Daten, ich weiß nicht, wofür sie sich interessieren. Ich weiß nicht, ob sie oben eine fette Hütte wollen, die halt zusätzlich noch einen Bunker hat, oder ein komplettes Basic-Haus, wo man halt einfach nur drin wohnen kann, aber sonst nicht viel mehr damit machen kann und dann halt einen fetten Bunker unten drunter. Ich weiß es nicht genau. Ich würde einfach mal sagen, wir finden das heute raus, denn Erkenntnisse entstehen durch Ausprobieren und daraus lernen. Aber ganz egal, worauf ich meinen Fokus setzen will, ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass es denen eher um den Bunker geht, weil das sind ja so Survival-Typen. Ganz egal, wie ich den Fokus setzen will, ich muss trotzdem hier oben ein bisschen umbauen. Rein theoretisch muss ich das Haus auch von außen streichen, aber ganz ehrlich, darauf habe ich keine Lust, weil das ist ein Riesenbereich. Muss nicht unbedingt sein, deswegen mache ich es nur von innen. Der Boden muss raus, das sehe ich schon. Ich meine, ich glaube, der wäre noch zu benutzen, aber der sieht jetzt auch nicht so schön aus. Und dann muss ich im Prinzip den Laden ja komplett wieder einrichten. Wie gesagt, ich will das ein bisschen basic machen, weil ich glaube, es geht denen nur um den Bunker. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht genau. Das hier wird auf jeden Fall das Bad, das ist Standard. Dann das hier hat so Schlafzimmergröße, keine Ahnung. Und hier würde ich dann Küche und Esszimmer reinmachen. Genau, und das hier ist dann in dem Fall das Wohnzimmer. Das heißt, oh, ich kann auch Wände reparieren. Das ist, und ich kann auch Heizung installieren. Ich kann im Prinzip alles machen. Ich freue mich drauf. Und ich weiß auch nicht, welche Farben ich benutze. Das Wohnzimmer irgendwie hell, weil das der Raum zum Leben ist. Das Schlafzimmer irgendwie ein bisschen dunkel, weil das der Raum zum Schlafen ist. Und dann die Küche irgendwie so orange, irgendwie sowas. Das Erste, was mir einfällt, ist orange und das Bad wieder so weiß mit Platten. Keine Ahnung. Ich suche mir einfach mal irgendwelche Farben raus. Ich streiche den Laden und dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Das kann jetzt 30 Minuten dauern. Für euch ist es aufgrund der Magie der Videobearbeitung vergeht fast keine Zeit. Also ja, bis gleich. So, das ganze Haus ist gestrichen. Ich habe die Wände im Bad gemacht. Ich habe den Boden überall ausgetauscht. Ich habe alle Heizungen installiert und wir sind jetzt vollständig bereit zur Einrichtung. Das hat viel zu lange gedauert, by the way. Und ich hoffe wirklich, dass diese Arbeit, die ich jetzt hier in den letzten 20 bis 30 Minuten reingesteckt habe, dass das alles nicht umsonst war und dass die Leute nachher nicht kommen und sagen, ja, es ist mir egal, ob ich hier wohnen kann, es ist mir egal, ob hier irgendwo Einrichtung ist, ich bin eigentlich nur wegen dem Bunker hier. Ich will wenigstens ein Stück weit, dass sie ihre Entscheidung aufgrund des Hauses treffen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es funktioniert, ich habe keine Ahnung, aber wir sind hier, um das rauszufinden. Und jetzt folgt eine kurze Demonstration, wie ich das alles hier gemacht habe, wie das jetzt aussieht. Wie immer präsentiert von unserem allerliebsten Sponsor 5 Frames die Sekunde. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel ist. Ich weiß es nicht. Da braucht man, glaube ich, einen NASA-Rechner für irgendwie sowas. Okay. Das hier ist das Wohnzimmer, was später mal das Wohnzimmer werden soll. Ich habe mich für einen hellen Boden entschieden, zusammen mit einer sehr hellen Wand. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, muss ich wirklich sagen. Außerdem haben wir jetzt Türen. Ich habe überall Türen reingemacht. Hier geht es zum Keller. Hier habe ich gar nichts gemacht, weil das kommt erst noch. Das ist nämlich der eigentlich coole Teil an diesem Haus. Dann geht es hier zum kombinierten Koch- und Essbereich in feurigem Orange, glaube ich, hieß die Farbe, zusammen mit demselben Boden, weil, findet ihr wieder, sieht schön aus. Das hier ist das Schlafzimmer in Nachtblau, irgendwie sowas, aber dunkles Blau, ich weiß auch nicht mehr, wie die Farbe hieß. Das ist fast ein bisschen zu dunkel, aber hey, es ist ja das Schlafzimmer, das muss nicht unbedingt hell sein, deswegen lassen wir das mal so. Und dann ist hier das Bad, und ich finde das Bad echt hübsch. Also, beim letzten Mal war es ja irgendwie das Bad von Kermit dem Frosch, oder war es das vorletzte Mal, ich weiß gar nicht mehr. Aber das hier ist mal wieder ein halbwegs gutes Bad. Es ist einfach nur weiß, es ist hell, es ist Island, es ist nice. Okay. Jetzt folgt die eigentliche Einrichtung. Wie gesagt, ich will nicht zu viel Geld reinstecken, weil ich weiß nicht, ob die sich wirklich so sehr dafür interessieren. Das heißt, ich mache hier einfach ein Doppelbett rein, dann irgendwie ja, links und rechts einen Tisch, dann hier vielleicht einen kleinen Arbeitstisch mit einem Rechner drauf und halt der günstige Rechner, weil ich weiß nicht, ob die wirklich einen Arbeitsplatz wollen. Aber man braucht es halt doch irgendwie. Wie gesagt, ich weiß nicht, was die Leute interessiert. Und ich hoffe wirklich, dass ich jetzt hierfür nicht zu viel Geld ausgebe, weil das würde mich ärgern. Es gibt eine Sache, die mir auffällt, und zwar, ich habe gerade den Schreibtisch hereingestellt, ist noch nichts drauf, weil ich wusste eben nicht, ob ich dafür das Geld ausgeben will. Dann habe ich das Bett reingestellt und die Leute haben dazu keinen Kommentar gehabt. Die haben dazu nichts gesagt. Das heißt, denen ist das Haus komplett egal. Lass mich raten, wenn ich jetzt da runtersteige und irgendwas in diesen Bunker reinstelle, dann ist auf einmal, dann gehen ihre Gebote hoch. Das heißt, ich hätte mir diese Arbeit, also wenn das wirklich so ist, dass denen das Haus egal ist, ich hätte mir die 30 bis 40 Minuten, die ich gebraucht habe, um das alles hier zu machen, hätte ich mir sparen können? Ich versuche das jetzt mal. Nee, ich stecke nicht mehr Arbeit rein, als ich muss. Ich bin nicht doof. Okay, Licht. Das heißt, ich muss auch hier unten die Wände nicht machen. Ah, das ist ein Lichtschalter. Ich muss auch hier unten die Wände nicht machen. Weil das scheint dir nicht groß zu interessieren, ob es wirklich hübsch ist.
denen geht es primär irgendwie darum, dass hier im Bunker alles okay ist. Das heißt, dieser Bereich hier zwischen diesen beiden Türen ist alles, was sie interessiert. Das heißt, wenn ich jetzt hier unten zum Beispiel, jetzt nur mal so testweise, ne? Nur mal so testweise, wo ist das Badezimmer? Und dann machen wir in eine Toilette rein. Wenn ich das jetzt hier reinbaue, dann auf einmal, oder was? Pass auf, wenn das jetzt nämlich so ist, dann muss ich oben gar nichts machen. Sind wir oben fertig. Hätte ich das alles nicht machen müssen, sieht trotzdem schön aus. Ja, da steht's. Jetzt geht's los. Das heißt, alles andere, und ich lasse auch diese Lichter hier drin, weil das passt irgendwie, alles andere war den Jungs egal. Ich hätte das nicht machen müssen. Ich hätte mir das komplett sparen können. Und es war quasi komplett unnötig. Außerdem, warum macht das Ding hier kein Licht? Ich weiß es nicht. Das heißt, ich hätte das Haus nicht streichen müssen. Das heißt, ich habe das alles umsonst gemacht. Ich freue mich des Lebens. Ein Spülbecken? Die Dusche passt hier nicht rein. Aber hey, das hier ist ein Apokalypse-Bunker. Da kann man nicht wirklich Dings eine Dusche erwarten. Das heißt, ich mache irgendwie das Ding hier. Und das geht mir jetzt immer noch extrem auf. Ich lasse es mir nicht anmerken, hoffe ich, aber es geht mir extremst auf die Nerven, dass ich das jetzt umsonst gemacht habe. Weil du kaufst doch kein Haus mit einem Bunker unten dran und dann ist dir das Haus egal. Du willst doch da drin wohnen, oder nicht? Oder habe ich irgendwas falsch verstanden? Ich dachte, das Ding hier ist eher extra. Schön, wenn man es hat, aber du willst halt auch noch irgendwo wohnen. Aber nee. Und tatsächlich, hier passt doch eine Dusche rein. Das ist aber ein gut ausgestatteter Bunker, muss man sagen. So, bitteschön, da habt ihr eure Dusche. Soll ich noch einen neuen Boden reinmachen? Komm. Das ist doch eigentlich auch ganz nice. Jetzt, da ich weiß, was sie eigentlich interessiert, kann ich mich auch ein bisschen danach richten. Wo sind Bodenfliesen nochmal? Hier. Irgendwie einfach hellblau. Im Prinzip ist hellblau sowas wie weiß. Es heißt hellblau, aber es sieht fast aus wie weiß. Man kann es nicht wirklich auseinanderhalten. So. Das ist... Achso, weil ich noch im Fliesenmodus bin, ich dachte gerade. Das ist das Bad. Spektakulär. Okay, jetzt da ich wirklich weiß, was sie interessiert, kann ich mich hierum entsprechend kümmern. Das heißt, was brauchen wir noch? Wir brauchen irgendwie einen Schlafplatz, irgendwas, wo man Essen zubereiten kann und irgendwas, wo man hier Dinge lagern kann. Genau, gab es nicht ein extra... Es gab noch ein extra Tab dafür, Survival. Genau, Stromturbinen, Gummistiefel, Wasserbehälter. Ich kann das sogar stocken hier. Mit Tomaten in der Dose und so weiter und so fort. Okay, Schaufel. Ich kann sogar Knarren hier unten reinpacken. Verbandskästen, Gasmasken. Oh je, das wird lustig. Stromgenerator. Für 2000 Etagenbett. Danach habe ich gesucht. Das heißt, im Prinzip alles, was für mich relevant ist, ist quasi dieser eine Tab. Alles andere ist so, ja, schön zu haben. Aber das ist im Prinzip, was sie interessiert. Das hätte mir früher auffallen können. Aber hey, jetzt haben sie wenigstens noch ein schönes Haus dazu. Ein Bett, naja, in Ordnung. Es sind zwei. Okay, es sind zwei. So, machen wir irgendwie noch hier eins dran. Ist das so die Schlaf-Area? Irgendwie sowas. Zwei Betten reichen aus. Siehst du, my man versteht mich. Außerdem, das sind nicht zwei Betten, es sind vier. Könnt ihr nicht zählen, oder was? Und dann mache ich hier irgendwie Koch-Area, hier vielleicht ein bisschen Storage. Und dann die Turbine gehört eigentlich nach außen, ne? Weil ich sehe hier keinen Weg, wie die Abgase hier raus können. Und wenn man dann innen eine Turbine laufen lässt, das ist, glaube ich, nicht die cleverste Idee. Dann irgendwie so ein Schrank mit Spülbecken, weil ein Spülbecken braucht man halt doch irgendwie. Dann Küchenschrank mit zwei Türen nebendran und da irgendwo so ein Gaskocher drauf. Wieso gibt es hier keine Möbel? Was glaubst du, tue ich gerade? Was glaubst du, habe ich gerade vor? Und dann, das ist natürlich nicht unter Küche, sondern unter Haushaltswaren. Dieses Menü. Dieses Menü. So. Und dann irgendwie so eine Platte oben drauf. Weil einen Kühlschrank braucht man nicht. Das ist unnötig, weil ganz ehrlich, wenn du hier unten sitzt, willst du einen Kühlschrank erwarten. Du willst doch Dinge erwarten, die wirklich haltbar sind. Wenn mal der Strom ausgeht, wenn der Generator versagt, dann brauchst du irgendwas, was haltbar ist. Und da ist ein Kühlschrank nicht wirklich clever, deswegen lasse ich das mal weg. Okay, so langsam kriege ich übrigens auch Daten, was den Leuten wichtig ist. Die Frage ist jetzt, haben die... Abwasserkanal. Kann ich das Ding einfach auf den Boden ballern? Jo, anscheinend schon. Nee, das sieht total doof aus. Irgendwie hier? Ich glaube nicht, dass das denen so... Das interessiert die überhaupt nicht und macht im Prinzip nur die ganze Optik kaputt.
Also kann ich es mir auch sparen. Ich brauche jetzt ein Regal, dann stelle ich einfach Zeug drauf. Das ist jetzt mein Plan. Das hier habe ich gesucht. Ein Garagenregal. Genau, weil da kann man jetzt quasi einfach sein ganzes Zeug drauf machen. Und dann quasi hier die Sachen draufstellen, um ready zu sein. Für Tag X, irgendwie sowas. Das reicht nicht aus, um Vorräte aufzubauen. Ja, jetzt bleib doch mal ruhig. Was glaubst du, mache ich hier? Was? Kannst du jetzt bitte in diese Ecke rein? Ja, das ist perfekt. Das ist manchmal so nervig, das Zeug zu placen. Dann irgendwie so. Dann nehmen wir hier noch ein Regal. Perfekt. Und dann hat jemand Lust auf noch ein Regal. Komm. Da will jemand Vorräte, da kriegt jemand Vorräte. Und zwar richtig. Hier ist noch ein Regal. Macht damit, was er wollt. Perfekt. Dann noch unter Survival gab es noch. Ich weiß auch nicht, ob das was bringt, das Zeug da drauf zu stellen. Dann, wo war es denn? Wo war es denn? Wo war es denn? Wo war es denn? Ein Verbandskasten. Genau. Das ist nämlich noch keine doofe Idee. Ich kann den nicht an die Wand. Okay. Ich kann den nicht an die Wand machen, also stellen wir ihn da drauf. Das finden die aber cool. Okay, das heißt, wenn ich da Zeug drauf stelle, dann finden die das klasse. Das heißt, ich muss wirklich jetzt das komplette Ding stocken. Ist das dein Ernst? Aus dem Generator und Stromgenerator. Wie groß bist du? Okay. Kann ich den im Innenraum platzieren oder geht das nur aus? Ich glaube, das geht nur aus. Guck mal an, wie groß das Ding ist. Ja, das... Obwohl, das ginge hier. Ich könnte das Ding direkt hier vor die Tür stellen. Ist das cool? Okay, das funktioniert auch, wenn ich es nachher draußen stelle. Wahrscheinlich, weil es innen gar nicht so gedacht ist, dass es überhaupt passt. Eine Energiequelle ist die Grundlage. Ich weiß. Und deswegen haben wir das. Dann die obligatorische Gasflasche für den Herz. Ist das cool für euch? Tatsache. Die reagieren da drauf. Nun wird es nicht an Energie mangeln. Sonst noch irgendwas, bevor ich jetzt einfach komplett braindead anfange, die Regale voll zu machen. Wasserbehälter. Ne, das ist ja eigentlich auch was für das Regal, ne? Stromturbinen, wir haben schon. Das haben wir schon. Das ist auch so ein Regal-Dings. Löffel, Abwasserkanal. Vielleicht sollte ich noch. Aus dem Shotgun ist nicht mehr übersetzt. Vielleicht sollte ich noch sowas wie einen Tisch bauen? Irgendwie so einen Tisch, wo man sich dran setzen kann. Und essen kann? Das wäre doch vielleicht auch keine so blöde Idee. Dann haben sie wenigstens ein bisschen Normalität. So ein. Ja, der ist halt echt klein. Aber was will man. Ja, komm, irgendwie so. Das ist ja auch so vielleicht. Dass das hier der allgemeine Versammlungsraum ist. Dann stellen wir noch ein paar Stühle dran. Und dann sollte eigentlich alles gut sein. Es muss aber auch so ein bisschen so aussehen, als wäre es hierfür gemacht gewesen. Irgendwie sowas, so richtig billige Stühle. So, dann ohne Möbel würde ich verrückt werden. Ja, was mache ich denn gerade? Irgendwie. So, perfekt. Weil dann können sie nicht kommen mit irgendwie Hemdchen im Möbel. Und dann. Ja, das passt jetzt nicht, weil der andere Stuhl schon da steht. Irgendwie sowas. So, ist das genug? Ich meine, es sind nur zwei Stühle für bis zu vier Leute, aber hey, müssen sie sich halt mal teilen. Einfach draufsetzen oder auf den Schoß oder sowas. Okay, wie man hoffentlich sehen kann, war ich fleißig. Ich habe gefühlt die letzten 10 Minuten einfach nur damit verbracht, Zeug zu kaufen und dann in diese Regale reinzustellen. Das Weiße hier ist Essen. Diese Tonnen hier hinten sind Wasser. Das hat den Leuten sehr gefallen. Wir haben sogar gewisse Mittel, falls Worte nicht mehr ausreichend sind. Und ich weiß nicht mehr, was ich jetzt noch kaufen soll. Deswegen würde ich einfach mal sagen, ich guck mal, wie aktuell die Gebote stehen. Und dann schauen wir mal, ob ich vielleicht noch mehr machen muss als das. Oder vielleicht verkaufen wir es auch direkt. Ich habe keine Ahnung. Haus verkaufen. Wir gucken uns mal die aktuellen Gebote an. Wo stehen wir denn? Also der eine hat irgendwie gesagt, ja, wir haben genug Essen, wir haben genug Wasser. Ist ganz nice. Ich werde hier nicht wohnen. Diese Möbel sind unnötig. Ja, der Typ. Der Typ. Aus dem 100, 190? Hätt. Es sollte viel Reis und Nudeln gehen. 203. Das ist ein Profit von 91.000. Von Thaddäus Pfeiler. Ich wollte gerade sagen Pfeifer, aber das heißt Pfeiler. Es sollte viel Reis und Nudeln geben. Wenn ich das noch fixen kann, dann geht das hier richtig nice weg. Komm, ich kaufe noch Reis und Nudeln und baller das einfach in die Regale rein. Weil 91.000 Profit, das ist nicht schlecht. Ich bin mal kurz wieder im Keller. Und, hier, ich kaufe ein bisschen Reis und Nudeln. Ich hoffe einfach mal, dass das reicht, weil ganz ehrlich, ich habe jetzt keine Lust, hier nochmal 10 Minuten damit zu verbringen, immer wieder auf Kaufen zu klicken, nur um das höchste Gebot rauszuholen. Ich sag einfach mal, ich bin raus. Ja, war ganz nett, aber ich muss auch jetzt gehen, weil zusammen mit
der Renovierung des Hauses, was ich ja gar nicht hätte machen müssen, bin ich schon weit über eine Stunde hier. Also yay, freut mich. Wobei kommen wir jetzt raus? 197 und er gibt mir, es fehlt an Reis, Nudeln ist grün. Okay, gib mir 206. Das ist weniger als ich gerade eben. Ist das denn, ich habe jetzt 3.000 Profit verloren, dadurch, dass ich das Angebot abgelehnt habe. Das war ein Fehler, okay, daraus lernt man, das mache ich nie wieder. Und jetzt ist, es fehlt an Reis und Nudeln grün, was? Und es fehlt hier an Konservendosen. Ich habe mehr als genug Dosen hingestellt. Ich habe keine Lust mehr. Ich gehe da jetzt nicht nochmal runter und klick die ganze Zeit nur auf jetzt kaufen, jetzt kaufen, jetzt kaufen, um dann die ganzen Regale voll zu machen. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Mal schauen, ob ich noch irgendwie was rausholen kann, so. Ja, gib mir noch 3.000 oder so, dann wären wir da, wo wir vorher waren. Dann haben wir quasi jetzt, dadurch, dass ich nochmal runtergegangen bin, keinen Unterschied gemacht. Aber er sagt, ich hoffe, dass wir sicher sein werden. Okay, 91.800 ist angenommen. Das war erfolgreich. Ich glaube, das war der erfolgreichste Flip bisher. Ich musste gerade kurz überlegen. Aber ich glaube, so viel habe ich noch nie rausgeholt. 91, oder doch? Nee, 91.000? Ich weiß es nicht. Aber das ist, glaube ich, mit großem Abstand am meisten. Mein Gehirn sagt gerade, ich vergesse irgendwas, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist mit großem Abstand am meisten. So, können wir bitte zurück zum Haus kommen, damit ich weiß, wie viel Geld ich jetzt habe. Please, Spiel. Fände ich toll. Ladebalken ist voller, was passiert? Ich liebe das Spiel. Top optimiert, absolut nicht broken. Nice, 234.000 habe ich jetzt. Das reicht rein theoretisch für die größten Häuser in diesem Spiel. Das heißt, effektiv habe ich das Spiel jetzt quasi durchgespielt. Weil ich glaube, es gibt kein Haus über 235. Wenn ich noch 1.000 kriegen kann, kann ich glaube, das größte Haus im Spiel kaufen. Irgendwie sowas. Okay, ich würde einfach mal sagen, das war extrem erfolgreich. Das ist der erste geflippte Bunker. Und ich weiß jetzt, wenn es um Bunker geht, dann ist denen das Haus komplett egal. Darum muss ich mich überhaupt nicht kümmern. Ich muss einfach straight in den Keller gehen und da meine Umbauarbeiten beginnen. Also ja, ich habe jetzt 230.000, ich fliege jetzt erstmal in Urlaub und man sieht sich. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat, habt ihr Lob, bis zum Like-Button aufs Maul zu hauen. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ganz ehrlich, die Aufnahme hätte nur halb so lange gedauert, wenn ich gewusst hätte, dass ihnen das Haus egal ist. Aber aus sowas lernt man.